Herzlich willkommen zu The Division 2. Wir starten im Dreier-Team. Bei mir sind Daniel. Hi. Und Michi. Hey ho. Und ich bin der Fritz und ich lege mir jetzt hier einen neuen Agenten an. Der Start ist tatsächlich so, dass jeder Spieler das einzeln so einen ganz kleinen Abschnitt spielt und wir treffen uns dann alle drei im Weißen Haus beim Präsidenten oder zumindest, wir können ja sagen, wir treffen uns alle im Oval Office. Und ja. Von da aus gehen wir dann zusammen los. Aber vorher gibt es so eine kleine Einleitung. Und ich tippe mal, ihr seid wahrscheinlich auch gerade in der Charaktererstellung, oder? Nee, ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Fertig. Was? Du bist schon... Fritz, jetzt hier vor lauter Quatschen. Du verpasst den ganzen Krieg. Daniel ist schon ein bisschen weiter? Wie geht das denn? Hast du geschummelt? Du hast nicht so lange trödeln. Du machst jetzt einfach hier das blonde Mädel. Wir wissen alle, dass du das spielen willst. Brillen kann man sogar auch aussuchen. Warte, Brille habe ich schon ausgemacht. Ich hatte vorher schon mal geschaut, ob es da irgendwie was Cooles gibt. Ich finde, sie haben ja diesmal den Editor deutlich erweitert, aber man kann immer noch keine sonderlich coole Figur bauen. Also leider auch diesmal eher so Figuren, wo man so sagt, so mittel. Aber ganz viele Tattoos kann man sich auf die Arme hauen. Die sind leider auch alle sehr hässlich. Vielleicht kann man später für echt Geld welche nachkaufen. Mal schauen. Ich habe gerade noch sehr merkwürdige Haare. Soll ich die wirklich blond machen? Ich mache die dunkel. Blond sieht in Videospielen dummerweise immer scheiße aus. Sieht's in echt auch. Hals, Maul. Auf den billigen Plätzen. Spaß. Aber auch so, ich muss aber mal kurz widersprechen. Ich finde, beim ersten Teil konnte man sehr coole Charaktere bauen. Also ich habe zwei gebaut und die sahen beide super aus. Ja, aber es gab doch nur so drei Vorgaben. Also da war doch fast nichts, was du einstellen konntest. Beim ersten. Das aber es hat gereicht. Ich hatte zwei Charaktere, die waren beide total cool. Aber okay. Angeber. ich formel mir die Figur jetzt hier noch kurz hin. Kleine Sekunde. Wie sieht das denn aus? Was ist denn mit der Figur passiert? Ohrenabstand machen wir kleiner. Es ist so merkwürdig, diese ganzen Charaktereditoren. Man würde doch meinen, einer von Ubisoft wäre mal zu Dings gegangen, zu irgendeinem asiatischen Studio. Haben die nicht sogar auch Studios in Asien? Und hätte sich einfach mal. Ubisoft Shanghai. Ja, und hätte sich einfach mal von denen so einen Charaktereditor angeschaut? Das ist doch deren Brot und Butter eigentlich in diesen ganzen MMOs, oder? So dieses. Hey, wir haben einen geilen Charaktereditor. Und fragen Sie bitte nicht, was wir danach noch an Spiel haben. Aber Charaktereditoren? So, ich brauche noch ungefähr 5 Sekunden, dann haben wir es hier auch. So, Nase ein bisschen schmaler. So, Augenabstand passt. Augenlinie. Was ist denn die Augenlinie? Achso, das ist, welche Höhe das hat. So, die machen wir ein bisschen mittig. Augenbrauen höher. Machen wir so ein bisschen skeptischer. So, passt. Und dann geht's los. Bin so gespannt, wie die ausschaut. Sieht ganz normal aus, weil man kann in diesem Spiel eigentlich nur so einen absolut normalen Durchschnittscharakter bauen, wenn der nicht scheiße aussehen soll. Und jetzt geht's los. Bei mir geht eine Tür auf und ich stehe in Far Cry 5. Scheinbar. Sieht zumindest so aus. Hätten die schon mal aufräumen können. Oder? Ne? Also wenn man da am Anfang aus der Tür rauskommt, das sieht doch aus wie Far Cry 5 so ein bisschen. Bisschen schon, ja. Licht und... Oh, jetzt geht's hier gleich los. Prioritätsmission hervorgehoben. Zur Markierung vorrücken. Ist ähnlich unaufgeräumt. Oh, da wird schon der erste wiederbelebt und Bombe. Holla, holla, holla. Spielt ihr das auch gerade alle oder seid ihr jetzt schon ein Stückchen weiter? Ich bin ein Stückchen weiter. Ihr Schlingel. Springen Sie drüber. Machen wir das doch mal. Ach Daniel, das hatte ich gesehen, das hast du heute im Büro schon im Livestream gespielt, ne? Diesen Start. Also ich habe nur ganz kurz draufgeschaut. Ich habe das nicht gespielt, Sandro und Robin. Aber du hast doch auch am Anfang ganz kurz, ich habe dich doch da sitzen sehen und das... Achso, das war nicht der Livestream, das war die technische Vorbereitung wahrscheinlich. Richtig. Ah. Seht ihr, das sind nämlich die wahren Helden, die dann die anderen gut aussehen lassen. Ja, und Robin und Sandro sahen super aus. Weil du sie vorher schön gemacht hast. Genau. Fuck, ich sehe nichts. Wir müssen umziehen. Wow, okay. So, also hier ist jetzt gerade schon ganz schöne Gaudi und man lernt mehr oder weniger Deckungsschießen kennen. Und jede Menge böse Jungs. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich alles schon durchgespielt. Ich hatte ja auch die Beta schon gespielt, das heißt, ich kannte einiges davon schon, aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr zu tun als in der Beta. In der Beta fängt man später erst an.
Das ist noch mehr so vorgeplänkellos. Ich muss jetzt hier jemanden wiederbeleben. Und damit geht's in die Zwischensequenz. Check mal jemand die Umgebung! Kümmern Sie sich um die Barrikaden. Und sag den Patrouillen Bescheid, damit sie auf Nachzügler achten. Ein paar der Bastarde sind entkommen. So schnell hätte ich nicht mit einem neuen Angriff gerechnet. Alles gut? Wenn das so weitergeht, werden wir umziehen müssen. Kommen Sie, helfen Sie mir dabei. Wir sind zu wenige, um hier alle zu beschützen. Nicht schon wieder. Zum Wasser, schnell! Das kann nicht wahr sein. Das ist ein Notfallcode. Mit Koordinaten für Washington DC. Ist das möglich? Runter! Alle in Deckung! Jemand muss hierbleiben. Wir können die Leute nicht allein lassen. Was auch passiert ist, jemand muss sich drum kümmern, sonst ist alles vorbei. Sie gehen! Ich tue hier, was ich kann. Gehen Sie! Wir hielten vieles für selbstverständlich. Den heißen Kaffee am Morgen, kostenloses WLAN an jeder Ecke. Als uns das genommen wurde, haben wir überlebt. Als die Kommunikation zusammenbrach, Züge stehen blieben und das Internet offline ging, haben wir überlebt. Doch als die Apotheken geplündert wurden, die Krankenhäuser dicht machten, wurde selbst Asthma tödlich. Und als die Polizei uns nicht mehr schützen konnte, hattest du da eine Waffe? Oder dein Nachbar? Einige überlebten. Wir sind eine zähe Spezies. Als unsere Gesellschaft zusammenbrach, fanden wir Wege weiterzumachen. Und nun, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, ist das, was wir wollen, wirklich das, was wir brauchen. Im Angesicht der Katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen. Wir errichteten neue Gemeinschaften auf den Ruinen der Alten. Wir passten uns an. Wir haben überlebt. Wir haben ein neues Normal geschaffen. Doch es gibt auch die, die nichts aufbauen. Nichts erschaffen. Hyänen, die von den Schwachen zehren. Sie ließen unsere Welt bluten. Aber wir sind nicht allein. Ein paar Mutige haben geschworen, uns und was übrig ist, zu beschützen. Sie einen uns. Sie erinnern uns daran, dass wir ein Volk sind. Sie sind unser Schild. Unser Licht. Aber wenn dieses Licht erlischt... Wer kann uns dann noch retten? Der Ausbruch ist nun schon 7 Monate her. Wir fürchten uns weiter vor dem Virus, dem grünen Gift. Doch die echte Gefahr lauert da draußen und wartet. Einer von euch beiden Schlingeln isst doch da ein Pudding oder sowas, oder? Nee, wieso? Das gerade so klingt, als würde irgendjemand immer mal wieder mit einem Löffel in so einem leeren
in so einem leeren Becher noch die letzten Reste Schokopudding auskratzen. Überleg mal, wer das sein könnte. Entweder ich oder der dafür bekannt ist, dass er ständig Pudding isst im Stream. Wieso? Was? Ja, red dich nur raus, Pudding Michi. Mystic Michi. Ich schaue übrigens gerade diese Sequenz, wo die ganzen Firmen, also die ganzen... Oder sollte ich sagen, Milchreis Michi? Die ganzen Ubisoft-Studios aufgezählt sind, die da daran beteiligt sind. Das ist schon Wahnsinn, oder? Wenn man sich überlegt, was das für Riesenproduktionen sind, wie viele Teams da daran beteiligt sind auf der ganzen Welt. Schon verrückt. Aber man muss auch mal sagen, bei Ubisoft geht das. Und ja, die haben Rockstar das, haben sich da gut eingespielt, klar. Also da möchte ich mal die QA bzw. dieses Koordinieren, von wo auch immer das geschieht, würde ich gerne mal dabei sein. Weil das war jetzt eigentlich bei allen großen Ubisoft-Spielen so, irgendwas hat immer ein anderes Team gemacht. Mhm. Und das, man hat jetzt nicht das Gefühl, oh, dieser Teil vom Spiel, der muss von denen sein, bei der scheiße nö, ist. Nö, oder so. Nö, das kriegen wir schon zusammen. Das passt alles schon ganz gut zusammen. Ich finde gerade aber können wir gleich was... Wenn du dich mal aufs Weiße Haus zuballerst, dann sprechen wir da gleich. Kommt gleich noch ein Funkspruch und dann geht's in Richtung Weißes Haus. Ich habe zumindest schon, ich bin schon in der Welt. Ich habe schon das Monument gesehen und meine Figur lädt gerade die Waffe nach. Und jetzt kommt eine Meldung. Monument ist ein toller Song von Robin und Rooksort übrigens. Höchste Priorität. Die Operationsbasis wird angegriffen. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. So, jetzt bin ich da, wo die Beta losging. Bei mir ist tatsächlich gerade Nacht. Das ist ja immer ein bisschen zufällig, wo man das startet. Und hier bei mir auch. Läuft gerade das Reh. Bei mir auch. Das Reh davon. Und es regnet. Wisst ihr, wie das mit Vornamen heißt übrigens? Na los, komm, sag's. Kartoffelpü. Bei mir regnet es auch gerade. Und wo ich hier gerade übrigens an der... seid ihr auch an derselben Stelle jetzt gerade? Also, ich bin schon im Weißen Haus. Ihr seid da schon, na gut, dann zeige ich gleich im Weißen Haus. Zeige ich nicht, wie toll man die Bänke hier kaputt machen kann. Dann nicht. Dann renne ich mal. Doch, zeig das halt trotzdem. Ich suche mir eine andere Bank dafür. Wenn es Tag ist, dann sieht man das auch besser. Dann rennen wir mal in Richtung Weißes Haus. Hier ist ein abgestürzter Hubschrauber. Scheiße geparkt, würde ich da mal sagen. Aber mit hübschen Lichteffekten drauf. Ich freue mich total auf Washington. Ihr auch? Also ich weiß nicht, ob ihr... Seid ihr so... Logisch. Ich bin voller Washington-Fan momentan. Bin ich dagegen, Pol? Ich nicht. Warum? Gibt's einen Grund? Nach New York. Achso. Aber Washington hat doch die Wahrscheinlichkeit auf eigentlich viel interessantere Sehenswürdigkeiten. Also zumindest in dem Gebiet, was es abdeckt. Schnee. Achso. Aber dafür gibt's unglaublich viel Dreck. Das finde ich natürlich als Berliner wieder super. Hätte ich wieder ordentlich viel Dreck hier auf dem Weihnachtsmarkt. Alle die zu Hause. Was? Alle die zu Hause. Ja, genau. Ach so. Außer Pfannkuchen fehlen. Aber es ist hier wieder, auch hier war Weihnachten. Aber klar, stimmt, das ist ja vor 7 Monaten ausgebrochen, da war ja gerade Weihnachten. Hat hier keiner aufgeräumt in Schlingeln. Nee, weil ich schaue nämlich gerade die Serie hier Bones hoch und runter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Krimiserie. Mhm. Und ich mag die voll gern. Und die spielt halt in Washington. Und da ist immer in diesen Zwischenblenden, wenn es quasi von einem Standort zum anderen geht, sind dann immer so Stock-Footage-Aufnahmen von Washington. Und man sieht halt dieses ganze Gebiet, wo ich jetzt die ganze Zeit rumrenne im Spiel. Das ist halt genau das, was ich jetzt seit Tagen ständig im Fernsehen schaue. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Das ist der Kategorie Sachen, die keinen interessieren. Ich fand's gut. Schleimer. So, ich renne jetzt aufs Weiße Haus zu. Gleich treffen wir uns. Wir sind nicht mehr weit weg vom Oval Office. Bei mir ist gerade grüner Rauch. Ich glaube, jetzt kommt hier dieser letzte Kampf, bevor man dann ins Weiße Haus rein kann und dann... Ja, dann haben die einen kranken Papst in der grünen Rauch. Austauschen. Söhne, sagt der eine. So. Achso, Michi, du hast die Beta gespielt und Daniel, du aber nicht, oder wie? Nein, ich habe tatsächlich seit Division 1 kein Division mehr gespielt. Also ich habe keine Beta, keine Alpha, kein gar nichts von 2 gespielt bisher. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber war so.
Also wie sich hier schon zeigt, es ist wieder so mit Schießen. Das habe ich mir fast so gedacht. Bisschen. Denen fällt auch nichts mehr ein, du. Immer nur Gewalt. Es hätte ja auch aufbauen sein können oder sowas. So, sammle 50.000 Holz und baue dann eine beschissene Holzhütte auf. Und zwar direkt neben einem eigentlich noch recht okayen anderen Gebäude. Weil so macht man das. Hier war eben gerade schon die erste Zwischensequenz, so ein bisschen storymäßig, so ein klein bisschen. Aber eine Sache hätten sie echt von Anthem übernehmen können, nämlich dass die Hauptfigur auch mal was sagt. Also die steht ja hier immer nur so unbeteiligt rum in der Serie. Ja, aber das ist doch hier einfach ein schweigender Befehlsempfänger. Ach so. Alles richtig zu machen. Aber ich finde, also das... Das müsstet ihr doch eigentlich ganz gut aus dem Berufsalltag kennen, oder nicht? Weil du so der Obermotster bist? Oder hab ich was nicht mitbekommen? Nee, weil... Nö. Nee, weil aber das ja quengelt und es dann aber trotzdem machen muss. Eben. Ich schaff's immer noch dieses... Aber ich find's besser, wenn... Ach, leckst mich doch am Arsch. Leute, das mag eine blöde Frage sein, aber welcher Raum in dem Weißen Haus ist Oval Office? Ganz links. Das, was oval ist. Doch. Im ersten Stock oben. Oder nee, das ist ganz ja. Links. Du musst ganz nach links gehen. Ich gehe jetzt rein ins Weiße Haus und dann kann ich dich an die Hand nehmen. Dann gibt's eine Führung. Aber dann sehe ich dich. Müssen wir nicht irgendwie super Freunde sein, dass das geht? Dass ich dich jetzt sehen kann? Ja, aber also jetzt kommt diese Introduction. Jetzt gehe ich da rein und gucken wir noch die Zwischensequenz an. Und dann können wir uns doch in eine Gruppe zusammenfinden. Dann? Ich muss erst noch mit dem Divisionskoordinator reden. Genau, das muss ich auch. Da gehe ich jetzt rein. Rin in the Monument. Agent, ich habe hier was bis danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Oben im blauen Raum. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mal... Jetzt zu Manny. So. Oh, ich hab's gefunden. Aber ich wollte dich doch dahin führen. Naja, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Das sind Sie. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker. Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Wir sind so. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann Sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. So, und jetzt soll ich mich hier mit Division Tech ausrüsten und theoretisch, das mache ich mal noch schnell, aber eigentlich müssten wir jetzt schon uns zusammenfinden können. Bei mir ist das noch ausgegraut, also ich kann euch nicht... Dann muss man hier wahrscheinlich noch ein paar Schritte machen. Was habt ihr euch schon irgendwie entschieden, was ihr nehmen wollt an Gadgets? Ich habe jetzt dieses, wie heißt denn dieses Sichtgerät da? Wie heißt denn das? Also ich nehme auf jeden Fall den Impulsgeber oder das Geschütz, aber ich will irgendwann mal beides haben. Weil also ich habe den Impulsgeber genommen. Dann nehme ich das Geschütz. Was ist denn das Glühwürmchen? Das ist zum Stunnen. Ah, okay. Nö, Stunnen ist mir zu wenig. Ich glaube, ich nehme die Heiler-Drohne. Die fliegt dann auch zu euch, oder? Ach, Moment mal, die Heiler-Drohne ist ja jetzt, das ist ja jetzt anders als in der Beta, die hat ja jetzt auch sofort eine Angriffsoption. Das ist ja super. Das hatte mir schon ein bisschen gefehlt in der Beta, weil da konnte man die ja nur als Bomber und als Heiler benutzen, aber ich kann die ja gleich
als Angriffsdrohne freischalten. Cool. Das ist ja cool. Also ich nehme die Drohne. Zack. So, jetzt werden hier noch die ganzen Sachen erklärt, was man alles sich kaufen kann. Noch schnell einen Waffenplatz kaufen. Das habt ihr jetzt alle schon oder noch nicht? Den muss man kaufen oder wie den Waffenplatz? Genau, genau. Und den ersten. Mehr okay. Kann ich jetzt aber noch nicht auswählen. Und ich kann... Ach, jetzt kommt hier so eine Karte. Sekunde. Stützpunkte. Da geht es jetzt hier um die Stützpunkte. Wo die alle sind. Das ist ja dieses mit denen, dass man jetzt diese kleinen Mini-Basen zwischendurch ausbaut. Das kennen wir aus der Beta, beziehungsweise werden sie jetzt hier auch gleich noch ein bisschen genauer sehen. Zack, dann raus da. Und neuer Einsatz, das Theater. Das ist jetzt das, was ich auswählen kann. Genau, finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung, habe ich jetzt auch. Genau, und jetzt schauen wir doch mal. Jetzt kann ich Verstärkung rufen. Achso. Nee. Soziales. Es ist so ausgegraut. Ich lade euch jetzt mal ein. Mach mal. Sie sind einer Gruppe beigetreten. Sie sind jetzt Gruppenleiter. Achso, ah. Jetzt zustimmen. Müsste es geklappt haben, oder? Ich habe zugestimmt und komme jetzt bei dir rein. Auch zugestimmt. Geilo. Hallo. Wow. Schönen guten Tag. So. Hallo. Wo ist Daniel? Wo da ist Daniel. Ah, ja, guck mal. Ach, Daniel, du diesmal auch eine Frau. Ja, wir sehen uns recht ähnlich. Ja, aber man kann aber auch das nur die... So verwirrend. Das wird so ein weirdes Love-Triangle. Ich habe das letzte Mal auch eine Frau gespielt. Echt? Ah, okay. Dann ist ja, alles, ja. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Ist wieder Standard. Michi schaut halt aus wie immer mit seinem blauen Karo-Hemd. Die Viertel, die schon. Sie durchqueren, sind Hyena-Gebiet. Jetzt geht's hier Hyena-Gebiet-Ansage. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was sie nicht stehlen können, zerstören sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen sie also ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Die, habt ihr diesen Funkspruch jetzt in dem Moment auch gerade gehört? Ja, ich habe den gerade gehört. Okay, ja. Bin mal gespannt, wie gut das Spiel das später auch alles abpasst. Also ob man quasi immer zum selben Moment diese Story-Funksprüche hört. Damit jeder weiß, wann er die Klappe zu halten hat. Lass uns mal kurz, bevor das wir losrennen, cool. Ins Oval Office gehen. Moment, ich muss noch kurz meine Sekundärwaffe ausrüsten. Hast du eine? Ja. Hier war doch eben gerade auch wieder... Achso, nee, ich hab, ihr habt in eurer Kiste, wenn ihr... Ein Behälter-Feldexperte. Ah ja, stimmt. Ah, ja. Achso, die kann ich noch nicht anlegen, okay. Das hole ich mir nachher alles. In the break, hier war doch eben gerade schon auch nochmal so eine Zwischensequenz und auch da wieder, das ist halt schon immer ein bisschen albern, dass diese ganzen Agenten und Helden immer nichts sagen. Ich verstehe nicht so ganz, das kann ja nicht so teuer sein, jetzt noch so eine weibliche und männliche zusätzliche Audiospur da reinzubauen, bei so einem teuren Produkt. Ja, aber dann kannst du dich nicht selber da reinversetzen, weil du selber halt sagst, ja Chef, ich mach's. Halt. Ach schau mal, die spielen hier schon Tic-Tac-Toe. Halt die Jungs hier, seht ihr die auch? Das haben wir die, diesen... Ja. Ion Sawyer ja. Und noch so einen anderen. Der hat mein Hemd geklaut. Einer hat grüne Haare. Bin ja für jede Haarfarbe Crazy. Zu haben, aber grüne Haare funktionieren nicht. So, kommt ab ins Oval Office. Du hattest mal blaue Haare, oder? Ja. Ich laufe jetzt mal hinterher. Ich hatte alle Farben außer grün. So, komm, wir gehen ins Oval Office und dann machen wir jetzt machen wir ganz schnell einen besseren Job als der US-Präsident. Der aktuelle. Das kann ja nicht so schwer sein. Das sollte nicht so das Problem genau. sein, ne. Da, hier, erstmal die Sekretärin grüßen, schönen guten Tag und... Wo seid denn ihr? Moment im mal. Im Oval Office. Daniel macht schon einen genauso guten Job wie der aktuelle US-Präsident, der findet das findet nicht mal das Büro. Hier. Ach, hier drüben ja. ist das, ja. Oh, da standen Kennedy ja, und sein Bruder rum. Das ist ja eh so lustig, dass das eher so in so einem... Man würde ja denken, so wenn man das Weiße Haus sieht, dass das Oval Office halt irgendwie... in einem wichtigen Hauptteil ist, aber das ist ja in diesem ja. Seitenflügel, ne? Hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Ich hätte auch vor allem nicht gewusst, dass das im Erdgeschoss ist. Das ist immer oben. Nee. Aber deshalb heißt das Ding ja auch West Wing. Deshalb hieß die Serie ja auch West Wing. Weil es ist halt, ja. im Westflügel ist halt dieses ganze Zeug drin. Die haben ja aber nicht schön aufgeräumt, ne? Also man würde ja meinen, nee. ein bisschen Ordnung machen, aber
Ist nicht. Und ist nicht hier, das ist doch, ach genau, hier ist der Trump-Scherz von diesem absolut unpolitischen Spiel. Nämlich über die Grenzmauer, die Mexiko zur USA baut. Ich spiel's mal kurz ab. Mal. Carlos, danke, dass wir sprechen können. Ich weiß, dass es bei euch nicht besser aussieht. Nein? Nein, ich verstehe. Keine Zeit für Höflichkeiten. Nein, wir haben immer noch keinen Impfstoff. Wenn wir ihn hätten, würden wir ihn weitergeben. Das hier geht über Grenzen hinaus. Aber diese Gerüchte, habt ihr euch auch das Gefühl, warte mal, dass das Spiel recht... sind genau das. Okay. Nur Gerüchte. Gut. Und jetzt zu dem Vorschlag, den Grenzübergang El Paso dicht zu machen. Ich weiß, da kommen gerade viele Leute von Norden her, um die sich ihr Land nicht kümmern kann. Aber ich kann Ihnen versichern, wir haben nicht vor, das Problem an Sie auszulagern. So, das war's. Das war das Audiolog, die Trump-Anspielung von diesem absolut unpolitischen Spiel in der unpolitischsten Stadt der Welt. Das ist ja ganz wichtig. Dann gehen wir mal los und schießen Leuten ins Gesicht, oder? Ja, geilo. Unpolitisch. Habt ihr auch das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen milchig aussieht? Also ich habe jetzt schon die Helligkeit irgendwie ein bisschen runter und Kontrast drauf, aber das soll so sein, oder? Das soll so ein ja, bisschen ich glaub, das ist dunstig ich aussehen. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen diesig, so ein bisschen auch, es arbeitet ja auch ganz viel so mit volumetrischen Schatten, dass es immer so ein bisschen aussieht, als wäre da, als wäre die Luft so richtig, so stickig. Das probieren die in Washington bestimmt auch die ganze Zeit, die Helligkeit hochzudrehen und dann ist es halt immer noch dass sie nochmal Licht, Licht sehen am Ende des Tunnels. Ey, was schön ist das jetzt schon? Ich habe das jetzt auf DX12 und Ultra gestellt. Kann man mal, hallo. Kannst du gucken. Gibt es bei DX12 einen Unterschied? Oder ist das nur... scheißegal, Hauptsache ich habe den Schalter gedrückt. DX, und das rede ich mir halt ein, dass es einen Unterschied DX12 gibt. DX12 läuft noch ein ganz klein bisschen flüssiger, hatte ich zumindest in der Beta das Gefühl. Ich konnte nur, ich habe es jetzt hier bei mir auf DX11, weil ich hatte totale Probleme mit dem Aufnehmen bei DX. DX12 läuft flüssiger und ich muss hier mit so... 3 Frames weniger eventuell klarkommen, ja, was soll das? Das wird deine Performance massiv beeinflussen. Ja. Ja, das sowieso. Ich muss mal kurz meine Fertigkeit zuweisen. Entschuldigung, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Vorwärts ist nach vorne. Stehen schon die ersten aber das ist eine gute, aber Moment, gut, dass du das sagst. Warte mal, das muss ich auch ganz kurz. Ich muss auch meine Fertigkeit zuweisen. Ah nee, warte mal, die ist ja automatisch zugewiesen. Ja, fantastisch. Und ich habe eine Box dabei. Die können, nein, öffne ich sie doch einfach. Zack. Und da ist auch schon eine Nebenwaffe. Meine Fresse, alles herrlich. Wunderbar. Was ich, glaube ich, wieder zurückstelle, ist, ich hatte zwischenzeitlich die Schriftgröße auf groß gestellt, weil das auf der Konsole durchaus hilfreich war. Am Monitor ist es aber affig. Da sitzt du so nah dran. Hat alles falsch gemacht, willst du uns damit sagen? Alles schießt falsch ihr gemacht. Jetzt schon? Nein. Wir versuchen das jetzt mit Dialogen zu lösen, das Spiel. Das gibt doch bestimmt so eine Pazifisten-Option. Das wäre ja allerdings echt mal geil, wenn es irgendeiner schafft, das Spiel durchzuspielen, ohne zu schießen. Durchzuschießen, ohne zu schießen. Schau mal, was hier für Müll rumliegt, ey. Also ich fange jetzt dann mal mit meiner kleinen Helferdrohne aus an, oder? Ich würde vielleicht warten, bis wir kämpfen. Ja, wir kämpfen doch schon. Ach, hier sind schon welche, tatsächlich. Klar. Daniel will vorher schon helfen. Ich helfe euch, Jungs. Die helfe, Mami, Mami. Oh, schon die erste Knifte gefunden. Gern, Mami, 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 must be funny, sagt man auch. Ich würde gerne den Bagger fahren. Das geht leider immer noch nicht, ne? Fahrzeuge fahren. Auto fahren. Da muss man dann wieder wo bei die? Gustriken rein. Gustrakun. Da ist einer. Was heißt denn hier bewacht? Der bewacht. Soll man dem irgendwie helfen? Ach so, stimmt, es laufen ja jetzt mehr so KI-Soldaten rum. Nö, ich glaube, die zeigen halt nur an, dass die da rumpatrouillieren. Weil manchmal steht dann auch was so drüber, sie was suchen. Was ist das hier für Gebäude? Ihr könnt nicht einfach hier weiterlaufen. Wir verpassen die ganzen Sehenswürdigkeiten. Oh, da hängt tatsächlich da auch eine Kiste an der Seite. Kann man die runterschießen? Ja, schau mal! Hast du gesehen? Ich habe die aufgeschossen hier drüben. Wo denn? Hier drüben. Tragbares Gerät erkannt. What? Da, wo ich stehe. Ach, und jetzt? Ich hab da irgendwie was runtergeschossen hier unten. Schaut mal, da wo ich stehe, da müsste das eigentlich für euch auch liegen, ne? Das ist doch jetzt so, dass man das immer für die Gruppe macht. Wir haben das jetzt auch bekommen unten, so Titan und Polykarb. Du hast es aber, also wir mussten das nicht mal aufsammeln, sondern haben das gleich gekriegt, als du das benutzt hast. Ich hab nichts gekriegt. So hilfreich bin ich für euch. Das stand unten im unteren Bildrand.
So, was eine Hilfe bin ich. Warte mal, aber steht das dann vielleicht auf der Map drauf, welches Gebäude das ist? Alexander Hamilton Plaza ist... Ah, das ist der von dem Musical, der Hauptdarsteller. Genau. Das fanden die so gut, da haben die dem einfach so ein Gebäude hingestellt. Das krass, die Musik ist sogar schon so toll. 300 Jahre vorher. Die wussten einfach schon, das gewusst? Was Sache ist. Ich habe hier gerade noch eine Audioaufzeichnung gefunden, warte mal. Gott, jetzt geht das schon wieder los. Kriegt man die nicht nochmal angezeigt? Auf der hier auf oben der ist es. Na dann hoffen wir mal das Beste für die vier. Auf wen können wir noch zählen? Wie? Das kam gerade rein. Die Senatorin aus Nebraska hat ihre Leute nach Hause geschickt. Oh, auf die hatte ich gezählt, wenn wir die erste Hürde genommen haben. Ist aber fraglich, ob sich das lohnt. Ob sich was lohnt? Das? Naja, also, die Situation wird langsam wirklich schlimm. Sollten wir nicht irgendwie was machen, das hilft? Du meinst, statt für erneuerbare Energien zu kämpfen, während der Welt die Apokalypse droht? Nun, ja. Pass auf. Früher oder später ist das auch vorbei. Und dann sind die Klimaprobleme, die wir heute haben, immer noch da. Also macht es auch Sinn, dass sich irgendwer darum kümmert. Weil irgendwer es ja machen muss. Und weil wir am Ende der Gehaltstabelle stehen. Das auch. So, Audioübertragung vorbei. Oder läuft sie bei euch noch? Hier läuft sie noch. Geilo. Ja, schon geil, weil man da gucken kann. Mhm. Naja, vor allen Dingen, weil ja auch Washington so richtig geile Sichtlinien hat. Das ist ja so, so krass gebaut. Also, ich glaube, das wird schon echt Spaß machen. Kontrollpunkt. Ich glaube, diese ganzen Audiologs, die sammle ich mal ein, wenn ich mal so allein durch die Stadt laufe. Ich glaube, das ist jetzt so für uns eher blöd. Einsahnen. Einsammeln. Ist alles so. Was hat das jetzt gebracht mit diesem Kontrollpunkt? Habe ich den jetzt einfach? Da muss man da stehen bleiben. Wo bist denn du? Was meinst du mit Kontrollpunkt? Hier im Boden. Hä? Das ist so eine Markierung. Das ist doch dass der nächste Bereich beginnt. Da steht doch dann dran, welcher Level das ist. Ein Reh! Bin mich fast umgelaufen. Oh, mich auch. Bring's um. Dieses freche Reh. Aber wir schießen ja nicht auf Tiere. Meine Fresse, haben die das wieder detailreich vollgeknallt, das Ding. Das war schon in der Demo echt beeindruckend. Muss man schon mal sagen. Ach, schau mal, hier war eine Demo auch, ne? Steht hier drauf? Bring back order. Our rights, our country. If you don't help, you must all fall. Supplies. Wir wollen eine Fortsetzung water, zu please. The Order 1886. Deswegen haben die da voll also revidiert. Bei der Demo würde ich mitmachen. Würde ich auch. Wo ist denn hier das Audiolog, das auf der Karte angezeigt wird? Daniel, du hast den Schatz im ersten Level vergessen. Oh nein! Vielleicht ist es unterirdisch. Kann auch sein, dass es unterirdisch ist. Das ist übrigens total... Der Pfeil zeigt aber nach oben. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. So, ich habe die alle mal gescannt und dann sieht man die in der Spielwelt mit so roten Peppern. Ja. Was übrigens echt cool diesmal ist, ist dieses, dass nur einer die Kiste aufmachen muss und das dann rumliegt und man nur rüberlaufen muss. Also gerade im Teamplay. So ein kleines Detail, aber so nützlich. Hier ist irgendwie Tränengas, ein kleines oder? Detail, was mich in den Wahnsinn treibt, ist, dass manche von den deutschen Sprechern korrekterweise sagen Hyena. Ja. Und andere von den deutschen Sprechern sagen immer Hyena. Das macht mich fertig. Daniel, bist du einer von denen, die Hyena oder Hyena gesagt haben? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich habe auf das gehört, was der Synchronregisseur gesagt hat. Ach, stimmt. Daniel spricht hier tatsächlich wohl eine Rolle in dem Spiel. Irgendwann oh, da gibt's aber schon ein paar Grafikfehlerchen hier. Ja, so das flaggert so komisch, ne? Habe ich auch. Ja. Bei mir ist es alles top, weil ihr mit eurem lächerlichen DX11 veraltete Technologie Scheiß spielt. Ich schalte jetzt schon mal auf DX12 um, dann muss man neu starten. Ja. Du musst ins Hauptmenü, ja. Ja, das machen wir dann. Ach so, das kann man hier jetzt noch gar nicht umstellen. Ach genau, Daniel, also du sprichst auch einen von diesen Hyenas, oder? Ja. Also die Hoffnung, also wir hoffen so ein bisschen drauf, dass wir dich jetzt hier in der ersten Folge schon erschießen können. Hast du einen Schrei oder so ein mein Leben oder sowas eingesprochen? Das wäre so geil. Du, die Zeit mein Leben. Mein Leben. Nein, mein Leben. Mein Leben. Mein Leben. Auf zum Atem, habe ich sagen müssen. Endlosen Cooldown.
Ach, weißt du was? Ich benutze mal meine Drohne. Wenn man auf den Gegner nur RB drückt, ist das dann Spotten, oder das, was? Nee, das ist, dass du deiner Drohne oder deinem Gerät sagst, dass er das angreifen soll. Also manche kämpfen ja automatisch, ja. Das ist ja du kannst cool. aber Prioritäten setzen und manche von den Modifikationen für diese Drohnen und so müssen tatsächlich zielgerichtet werden. Also ich glaube zum Beispiel das Geschütz oder dieses Automatikgeschütz, wenn du das als Scharfschützengeschütz benutzt, dann musst du ihm sagen, wen er angreifen soll. Dann macht das nicht automatisch. Zillertaler Schützenjäger. Ey, das ist echt ein hübsches Spiel. Wahnsinn. Das ist ja, die Engine ist super. Was das ein Geld kosten muss, diese ganze Scheiße nachzubauen, ey. Wahnsinn. Naja, nicht wenn du die Leute nicht bezahlst oder schlecht bezahlst, die das machen. So wie bei Metro. Das wäre auch in keinem anderen Land der Welt möglich gewesen. So, jetzt will ich aber auch mal meine Drohne jetzt einsetzen. Habt ihr übrigens mitbekommen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass die gar nicht mehr in der Ukraine sind, sondern auf Malta. Deshalb war auch der Event auf Malta. Ja, genau, ich habe das auch nicht mitbekommen. Das ist ja schön für sie eigentlich, ne? Weil die sich dann im Abspann von Metro bedanken sie sich halt bei den Familien, dass die das mitgemacht haben, da dass 80 Leute mit Familie umgezogen sind auf Malta. Ja. Und wo habe ich nicht mitbekommen? Aber gibt doch bestimmt, wenn du von der Ukraine kommst, schlimmere Orte, zu denen du ziehen kannst als Malta. Malta ist doch voll schön. Ja. Deshalb meine ich ja. Nicht, wenn Putin als nächstes Malta als Akquise ansieht. Ja, das ist natürlich irgendwie doof. Ich glaube, ich habe dem Schicksal der Menschen damit angemessen Rechnung getragen. Weil Malta immer schon russisch war. Das hieß damals Molotow. So, warte mal, was ist jetzt hier Cooldown? Boah, also diese Straßenschluchten sind aber schon wieder krass. Mein Gott, dieses Spiel. Ja, das ist schon echt krass. Zwar nicht ganz so hoch und nicht ganz so verschneit, aber es hat auch einen ganz anderen Vibe. Ja, aber gerade eben hier schon mal so, sagt man, Foliage ist ja der Schnee des kleinen Mannes. So, es fliegen so ganz viele so kleine Blätter rum und so Pollen. Oh Gott, ich muss da niesen, ey. So realistisch ist er. Der alte Trick, man wirft das Geschütz auf die Autos, dann hat das dann nämlich mehr Übersicht. Ja, das ist auch bei so Brusthalte und so Dingern voll gut. Dann kann man nämlich dahinter in Deckung bleiben. Klappt in The Division übrigens auch. Ich wollte gerade fragen, reden wir gerade noch von The Division oder wo sind wir gerade im Gespräch? Das Federal Triangle ist jetzt hier. Aber die Autos sind, glaube ich, immer noch nicht ganz so beschädigbar, wie es in der frühen The Division 1 Demo war, oder? Was man machen kann, man kann ihre Reifen zerschießen. Und aber die Scheiben kann man nicht so einschießen, dass sie zusammenbrechen. Nee, nicht so ganz. Ach, schade. Naja. Was du halt machen kannst, ist fast jedes Licht kannst du ausschießen. Ist ein guter oder ein böser? Also neutraler. Das ist, also die ist eine... Achso, die jetzt auch da. Wieso steht hier, da steht eine Schaufensterpuppe rum. Die hat Will Smith. Ja, die stehen manchmal rum. Entdeckt. Warte mal, lass mal schauen, wie man die kaputt schießen kann. Kopf abschießen kann man. Ja, alles gut. Drei Teile. Jetzt Videospiele haben dich völlig kaputt gemacht. Wieso? Ja, das ist als erstes hier mal die... Ach, guck mal, hier ist so ein Echo. Ja, Echo, oh, geil. Echo-Time. Ich muss zurück an die Arbeit. Danke für den Film, Manny. Klar doch, Tio. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treffe mich mit Kumpels der Nationalgarde. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Okay. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Na, du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Portemonnaie. Ja. Zwing uns nicht, dir weh zu tun. Vergiss es. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wer helfen? Ruf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Bleib bei mir, Tio! Sieht immer noch so cool aus, wenn man durch die durchgeht, gell? Das ist bei euch auch so. Der Effekt ist voll geil. Klar, das war's. Tio. Die, sag mal, war das im ersten Teil auch schon so, dass wenn einer das aktiviert, dass es dann für alle aktiv ist? Ich glaube, ich habe es jetzt aber bei mir selber aktiviert. Ja, aber ich habe es nicht aktiviert, ich habe ja dir zugeschaut quasi. Ach so, ja, das kann sein, das ist das Neue. Weiß ich nicht genau. Ein Ratz!
Ach so, er meint Bisam. Ein Hund! Nein, das ist kein... Hunde wird nicht erschossen, aber ein Ratz. Und schau mal, hier ist das FBI-Gebäude. Hier rechts rüber. Das große mit diesem vorgesetzten Beton-Obersatz. Und da... Sieht aus wie aus Judge Dredd. Schau mal, da haben sie da oben so auch so eine Dinger so gebaut, so, so Hängebrücken quasi zum Rüberziehen. Wo sie dann aufs andere Gebäude rüber können. Wir kommen ja nachher auch noch rein ins FBI-Gebäude. Freue mich schon ein bisschen drauf. Spoiler, na toll, jetzt brauche ich das Spiel nicht mehr. Aber wir kommen nachher noch rein in so ein Gebäude in Washington. Toll. Wollen wir mal an dieser Stelle, ach hier ist ein Monument wieder, an dieser Stelle ein kleines Päuschen machen. Ja. Haben wir noch nicht so viel erlebt jetzt, aber wie du magst. Wir können ja als Teaser machen, dass wir quasi in der nächsten Folge die erste richtige Story-Mission euch zeigen, die das Spiel so zu bieten hat. Und mehr Sightseeing in Washington, denn dafür ist das Spiel erstaunlich gut geeignet. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis gleich, tschüss.